Niemand hat die Absicht, die Mauer wieder aufzubauen. Doch beinahe fühlt es sich so an, zumindest für Heiner Legewy. Sein Garten liegt im ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin und ist damit historisch wertvoll. Auf dem vorderen Grundstücksteil ist der sogenannte Postenweg. Hier patrouillierten die DDR-Grenzschützer. Der Berliner Senat will ihn zu einer Touristenattraktion machen. Eine Gedenkstätte, die Heiner Legewys Garten deutlich verkleinern würde. Der Teil nördlich des Postenwegs, der gesamte Postenweg von 3 Metern und dann hier noch einen Meter Streifen, der auch freigehalten werden und verkauft bzw. enteignet werden soll. Das würde bedeuten, dass sich unser gesamter Garten um etwa ein Drittel vermindern würde. Enteignung, das Reizwort im Streit um die Orte des Gedenkens im ehemaligen Mauerstreifen. Denn dieses Land wurde schon einmal enteignet, vor 50 Jahren von der DDR, um die Mauer zu bauen und den Postenweg. Heiner Legewy hat sich vor 5 Jahren für dieses Grundstück entschieden. Damals habe der Senat noch nicht von einer Gedenkstätte Postenweg gesprochen, klagt er. Wenn Sie darauf Anspruch erhoben hätten, hätte man damals ins Grundbuch eintragen müssen, dass hier ein öffentlicher Weg durchgeführt wird. Da Sie das nicht gemacht haben, mussten wir davon ausgehen, dass das nicht für uns in irgendeiner Weise verbindlich ist. Ein Mediationsverfahren soll die verkaufsunwilligen Anwohner um Heiner Legewy und den Senat zusammenbringen. Doch seit Monaten verhärten sich die Fronten eher. Unser Interesse als Gedenkstätte Berliner und Stiftung Berliner Mauer ist es nun, diesen Kolonnenweg hier als ganz elementaren Bestandteil der ehemaligen Grenze, als wirklich auch durchgängig erhaltenes, authentisches Element freizuhalten, erlebbar zu machen und mit unseren Informationsangeboten, die wir hier auf solchen Inseln praktisch installieren wollen, umzusetzen. Mit solchen Informationsinseln könnte Heiner Legewy vielleicht noch leben. Mit den geplanten Neubauten im ehemaligen Mauerstreifen aber nicht. Und seinen Garten will er für die Ausweitung der Gedenkstätte erst recht nicht hergeben. Ein weiteres Gegenargument hat er in der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße entdeckt. Hier sehen wir die Inkonsequenz der Argumentation von Senat und Mauergedenkstätte. Angeblich soll der Postenweg komplett durchgängig sein für den Publikumsverkehr. Und damit wird auch begründet, dass wir unsere Grundstücke hergeben sollen. Und hier sehen wir auf 60 Metern, dass der Postenweg komplett blockiert ist. Mit seinen Mitstreitern aus der Anwohnerinitiative wird Legewy sich weiter wehren. Die Mauer an der Bernauer Straße kann stehen bleiben. Legewy ist für das Gedenken, aber nicht in seinem Garten.